Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier, ja, neues Diätprogramm, sage ich mal. Ich habe mir ein Paket von NU3 oder NU3, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ihr wisst ja, ich bin gerade so die Diätphase. Ich hatte ja schon diese Saftdiät, hatte ich auch schon ein paar Videos gemacht. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Ist aber jetzt nicht so die schöne, leckere Sache. Und es gibt ja so auch andere Sachen, die man ausprobieren kann. Und jetzt probiere ich mal das nächste aus. Wie gesagt, wer mir die Saftdiät interessiert, kann sich das gerne nochmal angucken. Es hat ja sehr gut funktioniert. Es war auch so 4 Wochen, glaube ich. Ja, genau. Drei Wochen waren das gewesen, die ich da gemacht habe. Und hatte ja auch 7 Kilo oder 8 Kilo waren es abgenommen in der Zeit. Hat funktioniert. Ich habe auch diese Gerichte weitergegessen, die da in dieser Diät drin waren. Halt bloß ein bisschen mehr, aber wie gesagt, trotzdem mich weiterhin gesund ernährt. Das war schon mal ein super Punkt. Hab dann natürlich den Monat danach ein bisschen schleifen lassen, das Ganze. Hab natürlich noch zusätzlich wieder Alkohol getrunken und ihr kennt das ja alles. Und bin stagniert, hat es halt, ja. Und jetzt habe ich gedacht, Mensch, das war jetzt hier im Angebot, so ein 4-Wochen-Paket. Ich mache schon mal auf hier. 4-Wochen-Paket und ich habe gedacht, wir gucken uns jetzt mal an, was da so drin ist alles. Upsala. Und dann wird es dann im Anschluss, also ja, 4 Wochen später, sage ich jetzt mal, oder ich mache zwischendurch mal wieder so einen kleinen Erfahrungsbericht oder so nach der ersten Woche oder wie waren die ersten 2 Wochen, wieder so einen kleinen Vlog. Und ja, jetzt seht ihr gar nichts mehr hier. So, sehr großes Paket, sehr viel Papier drin auf jeden Fall. So, wir haben nämlich auch ein Buch zu, ja, das ist das hier. Das heißt, diese Bea Vita Abnehmcoach. Praktische Abnehmtipps, 14 Tage Diätplan, kalorienarme Rezepte. War das nicht 4 Wochen? Habe ich das bloß für 2 Wochen bestellt? Ich muss da nochmal selber nachschauen. Kleiner Kaffee zwischendurch. So, dann schauen wir mal, was wir da alles drin haben. Auf jeden Fall schon mal alles sehr gut verpackt. Vielleicht ein bisschen zu viel Plastik hier. So, das sind halt so eine Shakes, ihr kennt das, das gibt es von vielen Firmen, wo man dann so eine komischen Shakes hat, die dann eine Mahlzeit ersetzen sollen. So was ist das hier auch. Und ich wollte es einfach mal probieren und wirklich mal den Härtetest wagen, wie das so funktioniert. Oh, ist eine ganze Menge hier von diesen Sachen. Das Ganze war jetzt, wie gesagt, ein Angebot, da hatte ich noch einen Code oder so. Ich habe da, glaube ich, meines Erachtens waren das hier, diese Shakes sind auf jeden Fall für 4 Wochen. Da bin ich mir sicher. Hier liegt jetzt auch keine Rechnung bei. Jedenfalls kostet das, glaube ich, sonst 80 oder 90 Euro. Und ich habe jetzt hier, so, ich nehme mal Karton weg. Ich habe jetzt hier für das Ganze 63 Euro bezahlt. Mit Codes und Gutscheincode und was weiß ich, was ich da noch alles hatte. Jetzt sieht man das hier alles gar nicht. Ich würde mal sagen, ich stelle gleich nochmal die Kamera ein bisschen um und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, da haben wir das Paket. Wie ihr sehen könnt, ich mache mal ein bisschen enger hier zusammen. Wir haben das Buch dazu, einen Shaker. Ja, Shaker ist der normale, das ist ein U3, ja, ganz normale Billig-Shake, sagen wir es mal so. Es gibt da schon bessere von. Ist mit einem Schraubverschluss. Okay, das ist schon mal gut. Ja, diesen Plop-Deckel hier, das sind halt ganz einfache Shakes. Ja, also ich benutze eigentlich immer andere. Habe ich jetzt gerade keinen zur Hand hier. Die sind jetzt halt ganz, ja. Gut ist, dass das zum Schrauben ist. Hier mit diesem Sieb. Es gibt ja auch welche, die nicht zum Schrauben sind. Die sind noch billiger. Aber ja, okay, der ist ja mit zu. Okay. So, dann haben wir hier. Es gibt dieses Sortiment halt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe hier diese cremigen Geschmacksrichtungen genommen. Da haben wir nämlich hier einmal Bavaria Shake Vitalkost, ist Cookies and Cream Flavor. Dann haben wir hier nochmal Kaffee Latte Flavor. Dann haben wir hier Vanille Chai. Ist schon halb offen hier. Upsala, da steht noch was drauf. Da haben wir noch Zettel mit drin. Dann haben wir hier nochmal Vanille-Chai, das ist also zweimal bei, und einmal Schokoladen-Flavor. So, dann haben wir hier diese Abnehm-Coach-Buch, wo das sieht erstmal so auf den ersten Blick ja schon mit Rezepten gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Wie gesagt, ich gucke noch mal kurz mit den Shakes. Mir war das, wie viele Mahlzeiten hat so ein Shake?
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierte Ernährung mit Zuckern und Süßungsmitteln. Na, das ist schon mal schlecht eigentlich. Für eine Diät soll man eigentlich keine Süßungsmittel zu sich nehmen und Zucker eigentlich auch nicht. Dosierung zur Zubereitung einer Mahlzeit. Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 57 Gramm Vitalkost, 4 gehäufte Esslöffel in 300 Milliliter Wasser eingerührt. Bitte befolge diese Zubereitungsempfehlung. Zubereitung als Mahlzeit zur Gewichtsreduktion. Ersetze am Tag 2 oder mehr deiner Mahlzeiten mit diesen Dingern hier. Das ist auch ganz schön krass. Zubereitung als Mahlzeit zur Erhaltung des Gewichts nach Gewichtsabnahme. Ersetzt am Tag eine Mahlzeit. Achso, wenn jetzt als... Also man hat abgenommen, dann soll man da, dann man diesen Jojo-Effekt sozusagen aussetzt. Bin ich ja schon mal gespannt. Nährwertangaben, gucken wir mal hier. Nährwert pro Portion haben wir jetzt 205 Kalorien hat das hier. Dann haben wir hier, das hat 350. Pro Zubereitung 205, also Vanille Chai 205, genau, das haben wir hier zweimal und die Schokolade hier hat 206. Also das 350 ist hier dieses Café Latte hat am meisten. So muss man, dass ihr so ein bisschen die Nährwertangaben habt, ja. Ja, ich bin gespannt. Meal Prepping for Weight Loss, High Protein. Achso, Eiweiß können wir mal gucken. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel von diesen Cookies and Cream. Energie, wie gesagt, 205 Kalorien. Pro Portion gehen wir jetzt aus. Fett 3,8 Gramm. Davon Fettsäure, bla bla bla. Kohlenhydrate 14,1 Gramm. Davon Zucker 5,4 Gramm. Das ist eigentlich schon ganz schön viel. Ballaststoffe 7,6 Gramm. Eiweiß 24,2 Gramm pro Portion. Das ist schon wirklich gut. Also... Ja, ich bin gespannt. Wir gucken noch mal kurz hier im Buch. Abnehmen ist Kopfsache. Also hier haben wir eine gute Einleitung. Ja, es gibt dann auch noch so die Diätsuppen und was man da alles bestellen kann. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt erstmal hier nur zeigen, was da so alles drin ist. Ja, die gehen hier aus sozusagen von den drei Bausteinen. Proteinbaustein, Ballaststoffe, Vitamine. Das sind so die drei Sachen, die man braucht. Wenn ich das jetzt so, Proteine, Ballaststoffe... Mineralien, dann gibt es hier sozusagen die Phase, so funktioniert es. Kurz mal, Phase 1 ist Tag 1 bis 9, 2 Bravita-Produkte und eine Mahlzeit. Also man soll 2 so eine Shakes nehmen und eine feste Mahlzeit essen. Phase 2 ist dann Tag 10 bis 14, hast du nur noch einmal hier so einen Shake und 2 Mahlzeiten. Dazu trinke zusätzlich Bravita Vitalkost täglich mindestens 2 Liter Wasser. Ja, das ist, sollte man ja sowieso machen. Das ist so mal der Fahrplan, dass ihr das jetzt mal wisst. Hier, wie gesagt, das ist jetzt so 14 Tage ausgelegt. Aber ich denke mal, eigentlich habe ich hier, glaube ich, mir war, dass es für 4 Wochen war. Dann haben wir noch Sport-Tipps, die man machen soll, die man befolgen soll. Also, und dann halt ein paar Rezepte sozusagen, wo man auch mit diesem Zeug hier sozusagen auch ja, so Müslis macht und so weiter. Also das sieht alles schon mal ganz gut aus hier. Ja, Reis zur Kartoffelsuppe Deluxe, kalorienarme Rezepte hier, Frühstück, Mandel-Chia-Pudding, Joghurt mit Erdbeeren, also wirklich sehr leckig. Es gibt da wirklich sehr leckige Sachen hier. Protein-French-Toast zum Beispiel, dann haben wir hier für Mittagessen Rezepte noch, ja, zum Beispiel Quinoa-Schichtsalat, bunte Gemüsesuppe, Red Chicken Curry, ja, also Kichererbsen, irgendwas hier, Low Carb Bolognese, Protein Fatala, ja, also wirklich hier Snacks zum Beispiel noch, Salt Caramel Joghurt, also das sieht auch so erstmal ganz gut aus. Wie gesagt, ich werde da einige Gerichte von testen. Ich denke mal, ich werde den Plan hier mal befolgen. Ja, ich lese mir das mal in Ruhe durch. Werde dann, ich denke mal, jetzt eine Woche das durchziehen. Werde dann mal ein kleines Video machen. Wie geht's mir? Habe ich großen Hunger? So einen kleinen Erfahrungsbericht. Und dann gucken wir mal, ja, wie diese Produkte hier wirken und funktionieren. Wenn ihr sowas kennt oder so, ich weiß, dass es da viele Firmen gibt, die sowas in dieser Art, ja,
viele Marken, die das machen. Ich weiß auch aus Erfahrung oder aus eigenem Familienkreis, dass einige damit wirklich sehr gut abgenommen haben. Auch über längeren Zeitraum sich immer sowas bestellt haben und dann vielleicht immer eine Mahlzeit da mit ersetzt haben. Dass es wirklich sehr gut funktioniert haben soll. Ich bin gespannt. Ich guck mal. Werde jetzt, wie gesagt, das 4 Wochen durchziehen. Nach einer Woche hören wir uns oder sehen wir uns wieder. Wenn ihr sowas auch schon mal gemacht habt oder ausprobiert habt, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrungen waren. In diesem Sinne soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.